Will, er kommt sofort noch. Also die neuen Räder sind doch der Hammer, oder? Total. Also echt, wir sind auch total begeistert, fahren sich super. Kuckuck, wir sind zu dritt. Moin. Kleines Upgrade. Es ist nicht nur Markus hier, es ist auch Detlef hier. Detlef, was machst du denn hier? Ja, ich wollte euch fotografieren und dann fahrt ihr bei mir in der Ecke lang, ganz fertig, habe ich gesagt. Das ist doch die Chance, euch mal eine Nähe abzugreifen. Ja, perfekt. Und wofür brauchst du das? Ach, ich brauche das für eine Serie von Menschen, die sich quasi dem Fahrrad zugeneigt sind. Und da wollte ich eine kleine Serie von Fotos, so 30 Leute vielleicht machen. Und ihr seid zwei davon. Da machen wir doch gerne mit. Okay, auf geht's an Tag 4 auf dem Emsradweg. Wir sind in Hemwerden, kurz vor Emsdetten. Und es geht jetzt über Emsdetten, Rheine, nach Emsbüren und eventuell sogar noch ein kleines Stückchen weiter. Mal gucken, ob wir es heute wieder zum Dortmund-Ems-Kanal schaffen. Aber jetzt fahren wir erstmal los. Und die Sonne kommt gerade raus, das müssen wir ausnutzen. 40 Meter weiter Richtung Hildenbrink. Ja, weißt du Bescheid. Was auch schön ist, überall hier am Emsradweg sind kleine überdachte Sitzplätze, die wir hoffentlich heute nicht brauchen werden. Leichter Gegenwind. Schöne Naturschutzgebiet Emsauen bei Emsdetten. Ein Träumchen. Schöne Strecke bis hierhin, das muss ich mal sagen. Toll. Ich bin gespannt, was Emsdetten zu bieten hat. Ist eine Menge los hier. Der Ems-Radweg führt an Emsdetten vorbei in die Richtung. Ihr habt gerade das Radschild gesehen. Aber wir fahren nach da. Kurzen Abstecher in die Innenstadt. Sister and brother, 'cause he only got one ride.
Hallenstetten ist eine Handwerkerstadt, die so aus der Not heraus geboren wurde, da auf dem ursprünglich kargen Ackerboden nichts gewachsen ist. Bekannt geworden ist Emstetten vor allem durch die Wannenmacherei und später auch durch die Herstellung des Gewebetuches, was den Berliner Reichstag 1995 verhüllt hat. Übrigens, die Wannenmacherei hat nichts mit Badewannen zu tun, sondern die Wanne ist der Korb, in dem das Stroh hochgeworfen wurde, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Bank, da Pause. Und das ist richtig. Nach einer kurzen Pause ging es für uns weiter von Emstetten nach Rheine, unserem nächsten Treffpunkt mit Detlef. Naturschutzgebiet Elterdünen oder Eltersand. Mal wieder entstanden in der Eiszeit. Ups! Mittlerweile bewaldet, um den Sand besser halten zu können. Und jetzt kommen wir zur letzten handbetriebenen Emsfähre, zur Bockholder Fähre. Die Pause doch mal nutzen, um mir wieder eine Jacke anzuziehen. Es sieht zwar noch nicht so ganz nach Regen aus, aber es ist kalt. Der heilige Postulinus. Und wieder weichen wir vom Emsradweg ab. Links geht der Emsradweg weiter. Und geradeaus geht es zum Fachwerkhof Pöpping. Das ist ein privat geführtes Museum mit Fachwerkhäusern aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die ganze Hofanlage wurde nach historischem Vorbild errichtet und wird hauptsächlich privat genutzt. Führungen sind nach Voranmeldung möglich. Und sogar Kurse zum Erfahren alter Handwerkstechniken können besucht werden. Bei uns geht es jetzt weiter nach Rheine. Und zwar mit ordentlich Rück und Weg!
hier ist jetzt die sogenannte Soldatenbrücke von Rheine. Rheine ist durch die Ems geteilt in zwei Stadtteile. Und früher war Rheine Garnisonsstadt. Auf der einen Seite haben sich die Soldaten eingekleidet, sind über die Brücke drüber gegangen zur Kaserne, haben da ihren Dienst verrichtet. Es geht hoch, merkst du, ne? Puh. Und dann sind sie wieder rübergegangen zur anderen Seite, haben gefeiert und anschließend nochmal über die Soldatenbrücke wieder zur Kaserne. Ich hab nichts zu fressen. Jetzt befinden wir uns hier in der wunderschönen Altstadt von Rheine. Mit ihren 76.000 Einwohnern ist sie nach Münster die zweitgrößte Stadt im Münsterland. So, ich wusste ja, dass die Leute vom Fernsehen krank sind, aber dass der WDR eine eigene Apotheke hat, das wusste ich noch nicht. Falkenhof-Museum, benannt nach den früheren Besitzern der Familie von Falke. Heute ist da ein Museum drin mit archäologischen Fundstücken, Kunst und Waffen. Hier ist die alte Emsmühle aus 1754 mit dem Kornspeicher, der noch bis 1965 in Betrieb war. Das war eine wunderschöne Pause in Rheine. So sieht's aus. Mit dem Detlef. Bentlage von 1437. Seit 1803 wird es als Schloss genutzt, beziehungsweise heutzutage als Hotel, Restaurant und Café. Und es ist der Sitz der Europäischen Märchengesellschaft. Haha! Haha! Wo Bank da Pause, wo Kloster da Gottesgabe? Es geht weiter zur Saline-Gottesgabe. Das ist die älteste Salinenanlage Westfalens. Mit Salz, Siedehaus und Gradierwerk. Oh,
Wenn du da durchfährst, dann schmecken die ganzen Lippen nach Salz. Sollen wir noch mal hin, Markus, uns da hinsetzen? Ich würde sagen, wo Bank? Ja, Pause. Und gleich dahinter befindet sich der Naturzoo Rheine. Und für Fahrradfahrer besonders von Vorteil, es gibt kostenlose abschließbare Fahrradboxen. Und so kannst du die ganzen Tiger und Löwen und Affen begutachten. Und uns kannst du jetzt hier weiter begutachten, auf dem Weg nach Emsbüren. Boah, schmackhaft die Alpen! Oh Gott! Fantastisch. Was ist los? Anstrengend. Warum? Windig. Es ist so windig. Nächste Pause am Sohlenhäuschen. Und ganz ehrlich, der Burger war ein bisschen viel heute Mittag. Und eine Mini-Saline. Und rechts daneben eine neumodische Saline, die man heutzutage zur Stromgewinnung nutzt. Eine Stromzapfanlage. Eine Stromlinie. Über den Elsbach geht es jetzt nach Salzbergen. Oh. Ja! 10 Sekunden später geht es wieder raus aus Salzbergen. Wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid und noch einen richtig tollen, freundlichen Campingplatz wollt, bleibt hier. Hier gibt's Bier, hier gibt's frisches Wasser, hier gibt's nette Unterhaltung. Und ganz liebe Leute. Macht schon wieder richtig Spaß, hier lang zu fahren. Wir sind gleich in Emsbüren, beziehungsweise ursprünglich war geplant, die Alternativroute auf der Emslandroute nach Emsbüren in die Altstadt zu nehmen. Dort wollte ich mir ein paar Sachen angucken, wie zum Beispiel Enkings Mühle, wo es Pumpernickel-Spezialitäten gibt, wie zum Beispiel Pumpernickel-Eis oder Pumpernickel-Torte. Und dann gibt es da noch ein schönes Freilichtmuseum mit Kräutergarten und mit Fachwerkhäusern. Aber
beides hat heute geschlossen. Und deshalb fahren wir den ursprünglichen Ems-Radweg und lassen somit Ems-Büren wortwörtlich links liegen und fahren weiter an unserem ursprünglich geplanten Campingplatz vorbei am alten Fährhaus, über Glesen bis, ich weiß gar nicht, was das nächste ist, aber schon geguckt, da müsste auch ein Campingplatz sein. Wehe, wenn nicht. Mal schauen. Okay, anscheinend ist das der Campingplatz da drüben, den wir ursprünglich ausgewählt haben. Ja, da ist wahrscheinlich dann aber die Zeltwiese, ne? Guck mal, mit Grillplätzen, überdacht da hinten, direkt an der Ems und direkt an der Bundesstraße. Na sowas. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir hier den Campingplatz nicht nutzen, habe ich ja gesagt, sondern durch Helschen durchfahren. Hier vorne, hier ist noch ein Campingplatz, da haben wir aber eben gehört, der hat zu. Bei der ersten Begegnung jetzt mit dem Dortmund-Ems-Kanal und weiter oben, hier sieht man das, ne? Da sind noch zwei Campingplätze und einen davon werden wir wohl kriegen, ne? Denke ich mal. Campingplätze ohne Ende! Das ist ja gut. Ja, dann fahr mal los. Kann ich nicht, ich bin so lahm. Oh, hat dich das Kölsch eben fertig gemacht? Was, wer? Das Kölsch. Der Kölsch. Nee, komm. Ich glaube, sie hat Angst vor dir. Alles Wochenendhäuschen hier. Schön. Mitten im Naturschutzgebiet. Ich glaube, man kann ganz dezent hören, dass wir Gegenwind haben. Das ist noch die Idee. Da qualmt was. Ist das das Atomkraftwerk Emsland? Das könnte gut sein, ne? Sieht zumindest aus wie Kühltürme. Und da in der Nähe hast du uns unseren Campingplatz ausgesucht. Das ist der einzige Campingplatz, wo es melonengroße Erdbeeren gibt. Sehr schön. Ei, was ist denn da? Radlertanke. Das hört sich gut an. Schön. Tja, da kommt gerade der Besitzer hier vorbei, der Bauer. Und hat uns gesagt, da vorne in die Richtung brauchen wir gar nicht weiter zu fahren. Denn die Schleuse haben sie da dicht gemacht bei Glesen. Und deshalb müssen wir jetzt ein Stück zurück. Das ist eine Umleitung ausgeschildert bis kurz vor Bramsche. Und dann kommen wir hinten wieder drauf. Thank you.
Irgendeiner schießt hier. Und eben stand da Privatweg. Aber wir sind jetzt an den Bramscher Grabhügelfeldern vorbei. Und guck mal da, der Emsradweg. Und jetzt auf direktem Weg zum Dortmund-Ems-Kanal. So, irgendwo muss es dann jetzt hier über die Brücke gehen. Das sieht doch gut aus. Ah! Kommen wir hier irgendwo rüber? Brücke Emswehr? Nee. Kommen wir doch nicht rüber. Ja. Da kommen wir aber irgendwie nicht drüber. Guck mal, bei Komoot wollte er da drüber. Das geht aber nicht. Dann fahren wir auf den Campingplatz hier, auf den anderen. Markus, wir fahren wieder zurück auf den anderen Campingplatz. Wie immer du befiehlst, mein Engel. Jetzt wird's aber knapp. 17.54 Uhr und meistens hat man ja Pech und die Campingplätze haben nur bis 18 Uhr ihre Rezeption besetzt. Aber das ist jetzt auch eigentlich keine 5 Minuten mehr von hier. Nein, wir sind gleich da. Direkt hier um die Ecke. Hoffentlich ist ja was. Yay, das erste Mal campen auf dem Emsradweg. Endlich hat sich das gelohnt, das neue 4-Mann-Zelt, was 5 Kilo wiegt, nein, 4 noch was, mitzunehmen. So, das da vorne sieht schon mal gut aus. Ich glaube, hier ist auch ein Landgasthaus mit dabei. Aber wir campen diesmal wirklich. Guck, da gibt es schon mal Felddienst. Oh, ein Sushi-Tempel. Sushi mag ich nicht. Okay, Toiletten, Campingplatz. Ist das ein Wohnmobilstellplatz? Ich fasse es nicht. Ja, das ist ein Wohnmobilstellplatz. Nein, aber wir haben gerade Gott sei Dank den Betreiber getroffen und er sagte, wollt ihr zelten? Könnt ihr machen. Guckt mal da vorne, da hinten fahrt ihr lang. Da ist eine Wiese, da könnt ihr das Zelt aufstellen, da ist ein Sanitärgebäude, alles gut. Perfekt! Jetzt gucken wir mal. Ja. Dann packen wir doch mal das Zelt hier hin. Ja, super. Unsere Zeltwiese ganz für uns allein. Hinten hört man noch so ein bisschen das Rauschen vom Emswehr. Hier ist so ein kleiner Schuppen. Dahinter kriegen wir sogar Strom, da ist noch eine Steckdose. Um das Gebäude rum, da sind die Waschräume, Toiletten. Und wie gesagt, alles für uns. Komplett. Mann, was haben wir für ein Glück. Was war das ein toller Tag. Tolles Erlebnis, ne? Alles heute.
Nee. Hier rechts. Ich hab's versaut. Ja. Scheiße. Verfahren. Und jetzt kommen wir. Nein, stopp. Wir haben ja nur eine Kamera, muss das nur so machen. Okay. Und jetzt kommt unser Tag mit Detlef. Okay. Gut. Mal fuhr Detlef mit dem Auto an uns vorbei, um schöne Aufnahmen zu machen. Und manchmal fing er uns einfach so ganz überraschend auf der Strecke ab. Und er hatte immer tolle Ideen parat. Morgen! Da könnt ihr richtig was von machen von der Burke. Und das haben wir auch getan. Gleich mehrfach. Einfach mal über die Brücke fahren. Vielleicht noch mal ohne Jacke? Von hier unten sieht das fantastisch aus. Und von hier hinten sieht das noch besser aus. Ach und komm, einmal noch von hier oben. Das war Kamerakind Detlef. Dankeschön.